Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder in den Bikepark. Nach einer kleinen Tour und dem Sturz bin ich schon ein bisschen nervös, aber bevor es losgeht, müssen wir meinen Lenker erstmal ready machen. Warum, erzähle ich euch jetzt. So, vielleicht seht ihr das. Seht ihr diese Streifen hier, da? Das ist mies und das, da müssen wir was machen. Ja, die kommen von diesem Schlepplift einfach in Olpe und da schrappt das so immer drüber. Aber ich habe mir was überlegt und zwar habe ich noch was von dem Protektor, Bike Protect Dings hier für den Rahmen übrig und daraus schneiden wir uns jetzt was zusammen. Leute, packen wir das Ding mal hier drauf. Ich hoffe ja, dass das hält, dass der Lenker nicht weiter verunstaltet wird. Ja, ich würde sagen, das ist gelungen, hat gut funktioniert, easy peasy. Ich muss jetzt schnell meine Sachen zusammenpacken, weil ich eigentlich schon echt spät dran bin langsam, weil ich muss noch Bargeld holen, ich muss noch was zu trinken kaufen, ich muss noch das Bike ins Auto packen und ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach alles und langweile euch nicht weiter und wir sehen uns dann auf the road zu Bikepark Olpe und dann sehen wir uns dort wieder, weil ich habe da echt noch so einige Features offen, die ich mich noch nicht getraut habe und meine Herausforderung für heute wäre, diese Sachen mal zu machen, wie diesen kleinen Step-Up hoch, zack, zack, dann einige Drops, Sprünge, Gap glaube ich noch nicht, aber wer weiß, was der Tag bringt. Bis gleich, Leute. Was geht ab, Leute? Hier ist richtig kalt. Leckt mich in der Tech. Also letztes Mal war es auf jeden Fall viel, viel angenehmer. Und es sind auch schon einige auf der Strecke tatsächlich, obwohl der Lift nicht mehr an ist. Ja, ich snack jetzt einen Oat King zur Stärkung. Warte auf die anderen. Ich bin wie immer viel zu früh dran. Aber ja, und dann geht's gleich los. Ich bin echt gespannt, wie das heute wird. So kalt. Als wir dann die erste Abfahrt in Angriff genommen haben, runter zum Lift, habe ich schon von vornherein gemerkt, dass irgendwie das Feeling so überhaupt nicht da ist. Der Sturz steckte mir noch in den Knochen. Irgendwie war ich unsicher. Der Körper war nicht richtig warm. Es hat sich einfach von vorne bis hinten nicht gut angefühlt. Und irgendwie habe ich auch bei jedem kleinen Sprung viel zu viel nachgedacht. Ich hatte das Gefühl, dass ich alles, was ich mir die letzten Wochen erarbeitet hatte, irgendwie vergessen habe. Also Leute, ich muss sagen, die Abfahrt gerade hier runter zum Lift war richtig unangenehm, hat sich echt nicht gut angefühlt und ich habe auch wieder diesen Hänger gehabt mit dem Hinterrad von dem Fehler, den ich auch vorher hatte, warum ich mich im Belly hingelegt habe. Deswegen gleich oben auf den Tables erstmal ein bisschen klarkommen auf mein Leben und dann langsam rantasten. Weil eigentlich kann ich das hier, das lief ja schon mal gut, aber irgendwas mache ich falsch im Moment. Als wir dann die erste richtige Abfahrt machen wollten auf der Downhill-Line, so ein bisschen zum Warmfahren, hat sich leider einer unserer Jungs direkt einfach mal unwissentlich über ein kleines Roadgap geschossen und ist dann böse im Flat gelandet. Das Ganze hat sich dann relativ schmerzhaft herausgestellt und wir mussten erstmal eine kleine Pause einlegen. Das heißt, wir sind erstmal runter zum Parkplatz gerollt und haben dort erstmal kurz gechillt und sozusagen die Mittagspause und das Essen ein bisschen vorgezogen.
Nach dem kleinen Druckverband und viel, viel Kühlen sind wir dann wieder los nach oben auf den ersten Startpunkt für die Freeride Line. Und dann sind wir auch direkt wieder los, runter zum Lift. Und ich war fest entschlossen, mir heute auf jeden Fall die Angst vor den Sprüngen noch wegzufahren und ein paar neue Features hier auszuprobieren. Denn nichtsdestotrotz, auch wenn ich mich noch nicht richtig gut gefühlt habe, wollte ich nicht hier weg von dem Park fahren, einfach aufgeben und immer noch die Angst in den Knochen haben von dem letzten Sturz. Das war einfach nicht akzeptabel für mich. Deswegen habe ich echt alles gegeben, mich langsam ranzutasten und habe mir einfach gesagt, hey, du tust jetzt einfach so, als wärst du hier wieder das allererste Mal unterwegs. Und genauso wie ich mich das allererste Mal rangetastet habe, habe ich es dann auch an diesem Tag gemacht. Weil dann gebe ich mich wieder mehr als Anfänger und taste mich einfach langsam an die Sprünge ran und kann mich Stück für Stück ranarbeiten. Und das hat auch dann auch ganz gut funktioniert. Ja? Witzig, ne? Nice! Wir müssen danach den Step-Up machen hier. Und als sich dann die ersten kleinen Erfolgserlebnisse wieder eingestellt haben, war das Feeling schon direkt ganz anders. Außerdem kam dann auch noch direkt die Sonne raus und es war auch nicht mehr so kalt. Und das alles zusammen in Kombination war einfach dann wirklich für mich der Schlüssel, dass ich gesagt habe, okay, jetzt geht's wieder richtig los und ich kann endlich meine Rechnungen, die hier noch offen sind, anfangen zu begleichen. Gerade als die Stimmung wieder gut wurde, musste ich leider echt das erste Mal miterleben, ja, etwas, was wir alle niemals irgendwie sehen wollen, was dann echt die Stimmung vermiest. Oh Leute, wenn sowas ist, ne, da hört der Spaß einfach auf. Scheiße. Hubschrauber, Notarzt und Krankenwagen. Bei uns haben sich auch, wir sind hier mit drei Jungs heute, zwei haben sich auch hingelegt. Zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber hier scheint ja was Ernstes passiert zu sein. Okay. Auch wenn die Stimmung jetzt bedrückt war, wollte ich trotzdem noch meine Rechnungen begleichen und damit habe ich dann auch direkt angefangen. Und hiermit habe ich dann auch schon die erste kleine Challenge gemeistert, die ich noch hier offen hatte. Und das war dieser kleine Jump über dieses Holzstück. Außerdem gibt es aber noch so einen kleinen Step-Up auf so ein North Shore-Element. Und da war auch noch diese große Brücke, auf die ich unbedingt auch noch irgendwie drauf wollte, um mir das mal zumindest von oben anzugucken und schauen, ob ich diesen Step-Up oben auf die Brücke überhaupt schaffen kann, weil da auch irgendwie anderthalb oder zwei Meter Lücke noch neben waren. Shit. Naja, auch wenn der große Drop dann doch noch ein bisschen viel für mich war, war da doch noch dieser andere Step-Up
und dieses North Shore Element. Und das hat funktioniert. Und am Ende kam dann echt noch Spaß auf. Das Feeling war gut und irgendwie lief alles plötzlich wie am Schnürchen. Außer, dass Steve und ich uns irgendwie mehrfach fast gegenseitig über den Haufen gefahren haben. Oder die Kommunikation schlecht war oder irgendwas lief immer schief. Scheiße! Ja, und nachdem ich dann aus Versehen dann auf die Downhill-Line gefahren bin, habe ich kurz auf Steve gewartet und wir mussten noch die Freeride-Line wechseln, weil mich hat da doch noch irgendwie dieser große, lange Wallride irgendwie gecatcht und da war mir irgendwie nach, das auszuprobieren. Oh. Wechseln wir auf den Freeride? Aber du fährst die Drops immer, ne? Zieht der Manual runter, Alter. Doppelt in. Digga, dafür hast du jetzt angehalten. Nicht so schön hier. Shame. Ein Roadgap. Der Marvin ist das gesprungen. Ja, der Marvin, Alter. Ne, also habe ich noch nicht gemacht, aber ne, niemals, niemals. Zum Glück hast du die Magura gehabt, dass sie dich gebremst haben. Digga, was ist das? Der spinnt doch. Warum fährt denn der sowas? Ne. Und alles in allem war der Tag dann doch eigentlich ziemlich gelungen. Neue Sachen mich getraut, neue Sachen gestanden, neue Sachen probiert und ziemlich erfolgreich für meinen Geschmack zumindest. Doch wie sich das Ganze nach dem Sturz und so weiter auf den Trails verhält, ist dann irgendwie wieder eine andere Geschichte. Und all das seht ihr in den folgenden Videos. Also Leute, lasst mir gerne ein Abo da, denn ich droppe jede Woche mindestens 2 neue Videos. Bis dahin Leute, wir sehen uns bald wieder, macht's gut und ciao.